Die Rheinwiesenlager, eine verschwiegene Schuld. Die Leichen der Verhungerten wurden täglich auf Karren weit außerhalb der Lager in vorbereitete lange Gruben gekippt und in fünf Lagen und langen Reihen aufgeschichtet. Nach Verfüllung mit dem zuvor ausgebaggerten Erdreich erfolgte die Planierung der Massengräber. Die Bretzenheimer Einwohner sahen vom April bis Juli 1945 jeden Morgen die Haufen von 120 bis 180 Leichen am Tor und können vom Verladen dieser Umgekommenen auf Lastkraftwagen berichten, die zum Galgenberg bei Kreuznach oder nach Stromberg davonbrausten. Wenn man diese Zitate liest, dann kommen einem automatisch Bilder von Konzentrationslagern in den Sinn. Doch stammen sie von deutschen Lagerinsassen, die in Gefangenenlager der Alliierten untergebracht waren. Doch handelt es sich hierbei nicht etwa um normale Kriegsgefangenenlager. Nein, diese Männer saßen in den berühmt-berüchtigten Rheinwiesenlagern, welche zwischen 1945 und 1948 errichtet und betrieben wurden. Und da sich dieses traurige und schockierende Ereignis mit seinem mörderischen Höhepunkt im April-Mai 1946 zum 70. Mal jährt, soll hiermit ein Stück deutsch-amerikanischer Geschichte, die nur allzu gern von den herrschenden Klassen verschwiegen und immer wieder relativiert wird, aus dem sich langsam über die Ereignisse legenden Nebel des Vergessens gerissen werden. Denn es ist eine traurige Tatsache, dass die Erlebnisgeneration mit großen Schritten von der Bühne der Weltgeschichte tritt und ihr Platz von teils mehr oder weniger seriösen Historikern eingenommen wird, welche ihr angebliches oder manchmal auch tatsächlich vorhandenes Fachwissen mehr vom Hörensagen und alliierten Quellen beziehen als von Personen, die den Kelch der Niederlage des Jahres 1945 bis zur Neige leeren mussten. Zustände, wie sie in den Zitaten zu Beginn dieses Films erwähnt wurden, würden normalerweise einen eklatanten Bruch des Völkerrechts, der Haager Landkriegsordnung und der Genfer Konvention bedeuten, und diese wurden von sämtlichen alliierten Staaten verbindlich unterschrieben. Um nur ein kurzes Beispiel zu nennen, steht im Artikel 4 der Haager Landkriegsordnung: Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen Regierung, aber nicht der Gewalt der Personen oder Abteilungen, die sie gefangen genommen haben. Sie sollen mit Menschlichkeit behandelt werden. Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt ihr Eigentum, mit Ausnahme von Waffen, Pferden und Schriftstücken militärischen Inhalts. Der Artikel 7 besagt: Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, hat für ihren Unterhalt zu sorgen. In Ermangelung einer besonderen Verständigung zwischen den Kriegsführenden sind die Kriegsgefangenen in Bezug auf Nahrung, Unterbringung und Kleidung auf demselben Fuß zu behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat. Wie konnte es nun dazu kommen, dass sich ca. 3,4 Millionen deutsche Soldaten, eine genaue Angabe ist nicht möglich, da keinerlei Registrierungen vorgenommen wurden, welche sich nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht in US-Gewahrsam befanden, unter unvorstellbaren hygienischen wie auch logistischen Zuständen wiederfanden. Selbst in einer Informationsbroschüre der Landeszentrale Politische Bildung Rheinland-Pfalz wird auf Seite 8 offenkundig zugegeben: Bereits unmittelbar nach der Gefangennahme konnte man die deutschen Soldaten in den Sammellagern hinter der Front wegen der andauernden Kriegshandlungen nur mit Mühe unterbringen. So kamen die Gefangenen oft bereits von Hunger und Kälte geschwächt auf Lkw oder später in Zügen in den Rheinwiesenlagern an. Dort mussten sie meistens, wenn dies nicht vorher geschehen war, ihre Besitztümer abgeben. Dies galt auch für die militärische Ausrüstung, für Zelte, Decken, Wechselkleidung oder Nahrungsmittel. Die ankommenden Gefangenen im Lager waren schockiert über die Zustände. Das Abnehmen von militärischen Gegenständen durch die Siegerpartei, welche von den Gefangenen zu weiteren Kampfhandlungen genutzt werden könnten, ist verständlich, nachvollziehbar und gängige Praxis zu aller Zeit. Doch das Beschlagnahmen von einfachsten Hilfsmitteln, um das Leben erträglicher und das Überleben einfacher für die Gefangenen zu machen, ist nicht nachvollziehbar und unverständlich. Wie sich für eine auch heute noch nicht genau zu bestimmende Anzahl von Lagerinsassen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten herausstellen sollte, war diese willkürliche Maßnahme der Alliierten auch tödlich.
Sehr erstaunlich ist auch der Vermerk in der Broschüre, dass die deutschen Soldaten schockiert ob der Zustände waren. Dies hört sich vielleicht nicht sonderlich bemerkenswert an, doch wenn man bedenkt, dass es sich dort um Soldaten handelte, welche teilweise jahrelang Krieg, Elend, Zerstörung, mangelnde Verpflegung und unwirtliche Lebensumstände der Front kannten, den russischen Schlamm und sibirische Kälte überstanden und diese dennoch nicht einfach überrascht, sondern schockiert waren, dann ist dies doch wohl sehr bemerkenswert. Bei solchen Zuständen, die wir uns nur bedingt vorstellen können, war es natürlich nicht verwunderlich, dass es zu zahlreichen Fällen von Typhus, Ruhr, aber auch zu Depressionen, schweren Angstzuständen und Lagerkollern kam. Nur in seltensten Fällen wurden schwerstkranke Insassen in umliegende Krankenhäuser zur Behandlung gebracht. Eigentlich wäre unter anderem das Deutsche Rote Kreuz für die Überwachung zuständig, doch dies wurde nach einer E-Mail des Leiters DRKGS-Archivbetreuung von den Alliierten wie viele andere öffentliche deutsche Stellen auch aufgelöst. Dem Internationalen Roten Kreuz wurde der Zutritt mit der Bemerkung verwehrt, dass es sich bei den Insassen nicht um Kriegsgefangene, sondern um DEF, Disarmed Enemy Forces, entwaffnete feindliche Streitkräfte handelte. Unter diesem Begriff wurden daraufhin nicht nur Angehörige der Wehrmacht interniert, sondern auch Angehörige des deutschen Volkssturms, Angehörige der Hitlerjugend, des Bundesdeutscher Mädel, des Reichsarbeitsdienstes, der NSDAP und alle anderen verdächtigen Personen, zu denen perfiderweise selbst Amputierte und anderweitig Kriegsgeschädigte zählten. Diese völlig neue Einteilung von gefangen genommenen Gegnern setzte die verbindlichen Regeln der Haager Landkriegsordnung, des Völkerrechts und der Genfer Konvention außer Kraft, da dort solch eine Einteilung nicht vorgesehen war. Daher brauchten die Alliierten ihrer Meinung nach diese humanitären Grundsätze nicht zu beachten und erklärten die deutschen Gefangenen mehr oder weniger zu Rechtlosen, mit denen man nach Gutdünken verfahren konnte. In vielen Berichten von ehemaligen Kriegsgefangenen heißt es, dass der Regen die Lager in Schlammwüsten verwandelt habe. Diese Bedingungen und das Fehlen von Toiletten und Abwasserkanälen, man konnte in den ersten Monaten lediglich Fäkaliengruben im Freien ausheben, förderte die Verbreitung von Krankheiten und im regnerisch kühlen April 1945 auch von Erfrierungen. Besonders Infektionskrankheiten wie Ruhr mit den typischen Durchfällen wurden für die Kranken zur Qual, weil es keine oder nur völlig unzureichende hygienische Waschmöglichkeiten gab. Vielfach wird immer wieder darauf hingewiesen, dass diese katastrophalen Bedingungen zum einen mit der Überraschung der US-Amerikaner zu tun hätten, dass sich eine so große Zahl an Wehrmachts- und SS-Angehörigen ergab. Doch dies ist wohl eine zu einfache Entschuldigung für diese eklatanten unmenschlichen Zustände in den Lagern, denn der alliierte Geheimdienst muss wohl einen ungefähren Überblick über die Stärke der Kampftruppen des Deutschen Reiches gehabt haben. Denn in den USA gab es Gefangenenlager, in denen gefangene deutsche Soldaten systematisch abgehört wurden, zum Beispiel das Fort Hunt in der Nähe von Washington, D.C. Fort Hunt produziert insgesamt 102.000 Seiten an Vernehmungsberichten und Abhörprotokollen von mehr als 3.000 Wehrmachtsangehörigen. Eben dieses Fort Hunt war keineswegs das einzige Lager. Es gab 150 solcher Camps quer über die USA verteilt, heißt es auf einer Seite von Deutschland Radio Kultur oder auch. Bei solch einer Fülle von Informationsquellen ist es nicht nachvollziehbar, dass die Alliierten keinerlei Vorstellungen von den Dimensionen der Zahl an potenziellen Kriegsgefangenen gehabt haben sollen. Auch ist die angebliche Unwissenheit über eventuell zu erwartende Gefangene kein Grund, ihnen ihr persönliches Hab und Gut abzunehmen. Dies hat dann rein gar nichts mehr mit logistischer Überforderung wegen angeblich unerwartet hoher Gefangenenzahlen zu tun. Traurigerweise werden diese unmenschlichen Zustände und die hohe Sterblichkeitsrate unter den Gefangenen selbst von offiziellen bundesdeutschen Stellen negiert und mit den angeblichen oder tatsächlichen Verbrechen einiger Wehrmachtsangehöriger entschuldigt oder zumindest der Versuch unternommen, dies auf diese Weise zu rechtfertigen. Dies geschieht dann frei nach dem Motto, deutsche Täter sind keine Opfer. Über das Verhalten der amerikanischen Wachsoldaten sei erwähnt,
Einige sahen das deutsche Volk insgesamt als Kriegsverbrecher und folglich in allen Gefangenen schuldige Täter, die bestraft werden müssen. Andere waren überfordert durch die Vielzahl an deutschen Gefangenen, die sie bewachen mussten, und reagierten darauf mit Schlägen oder Schüssen. Wieder andere beschlagnahmten die Wertsachen der Eingesperrten oder zerstörten diese aus Schikane. Solch eine Kollektivierung der angeblichen Schuld, die einige wenige gewiss auf sich geladen haben, war und ist eine Ungeheuerlichkeit, da sie ein ganzes Volk pauschal und ohne genaue Kenntnis und Untersuchung kriminalisiert. Eine Frage, die unweigerlich aufkommt, wenn man sich mit der Thematik Rheinwiesenlager beschäftigt, ist die Anzahl der Opfer, und genau diese Frage ist weder bei den bundesdeutschen Stellen gewollt, noch ist sie genau zu beantworten. Die Gesamtzahl bewegt sich in einem unfassbar großen Rahmen von einigen Tausend bis hin zu der ungeheuerlichen Zahl von bis zu 1 Million Toten. Da es jedoch nicht einmal ein Register der Insassen gibt und der Ort des Verbrechens unter Denkmalschutz steht, dort also nicht gegraben und untersucht werden darf, bleibt die Antwort auf die Frage, wie viel, wohl für immer unbeantwortet. Doch bleibt abschließend zu sagen, zu einer Zeit, in der in Europa bereits die Waffen schweigen, war jedes Opfer durch diese Willkür und diesen Hass der Sieger eines zu viel. Wir können vergeben, doch vergessen werden wir nicht.